Moin zusammen. Heute bin ich mal an den Mönchsteich gefahren. Das ist hier in der Nähe von Hamburg ungefähr, ja, von wo ich wohne. Bin es ungefähr 40 Kilometer gefahren. Liegt im Norden von Hamburg, in der Nähe vom Großen See, also zwischen dem Großen See und Lütchensee, wenn man so möchte. Und heute bin ich einfach mal losgefahren, um die Gegend so ein bisschen zu erkunden, zu sehen, ob ich hier irgendwo eine schöne Location finde. Also der See ist wirklich, was ich jetzt hier so sehe, echt wirklich sehr schön. Der ist schon ein bisschen zugefroren. Heute Nacht hat es ein bisschen gefroren. Da stehe ich hier so an so einer, ich schätze mal, das ist eine, im Sommer wahrscheinlich eine Badestelle oder so. Und jetzt werde ich mal gucken, dass ich die Kamera mal auspacke und vielleicht schon mal ein Foto mache. Ja, Verhältnisse sind eigentlich gar nicht so schlecht. Wir haben ein paar Wolken am Himmel. Eigentlich war die Wettervorhersage, dass es bewölkt sein soll. Deswegen habe ich gedacht, ich fahre jetzt einfach mal hier und dann gucken wir mal ein bisschen. Wir haben so ein bisschen Nebel, der hier so über dem See liegt und so ist eigentlich alles echt wunderschön. Und mal gucken, was wir jetzt daraus machen können. Ja, ich habe jetzt hier eine relativ tiefe Kameraposition gewählt. Ich habe hier zwei Steine im Vordergrund. Die habe ich so ein bisschen auf die linke Seite des Bildes gepackt. Einfach so ein bisschen, um dem Bild ein bisschen Tiefe zu geben. Das Eis ist schön gefroren. Ich habe mir meinen Polfilter an das Objektiv geschraubt, weil hier vorne im Wasser so ein paar Reflexionen sind, die mir nicht ganz gut, so gut gefallen. Die habe ich so ein bisschen weggenommen. Hier an der Seite haben wir schönes Schilf. Das ist ein bisschen grünlich-gelbliche Farbe. Das gefällt mir sehr gut. Der Himmel ist leider ein bisschen hell. Deswegen werde ich zwei Aufnahmen machen. Eine Aufnahme, die normal belichtet ist und eine Aufnahme, die ich ein bisschen unterbelichten werde, damit ich ein bisschen Details im Himmel erkennen kann. Und das werde ich dann nachher am Computer zusammensetzen und eine schöne ausgewogene Belichtung hat. Ja, dann werden wir mal das Foto machen. Ich habe einen 2-Sekunden-Timer eingestellt und fokussiert habe ich erstmal auf den Stein hier vorne. Gucke ich mir das Bild an, ob das scharf genug ist. Ja, das sieht ganz gut aus. Ja, ich bin jetzt hier ein Stück weiter gegangen und jetzt habe ich hier eine sehr schöne Szene gefunden und zwar auf der anderen Seite habe ich so ein paar herbstliche Bäume. Schöne gelbliche, rötliche, orangene Farbe, sieht wirklich sehr, sehr toll aus von hier. Und das wirklich Schöne an dieser Szene ist, dass der See oder der Teich hier spiegelglatt ist. Das heißt, ich habe hier super, super schöne Reflexionen. Ich werde das den Horizont schön in die Mitte packen, damit ich eine schöne, ja, ein symmetrisches Bild erstellen kann. Das gefällt mir hier, wenn ich das auf der Kamera sehe, wirklich sehr, sehr gut. Von der Brennweite her bin ich jetzt auf 75 mm gegangen, einfach um ein bisschen mehr in die Szene rein zu zoomen. Ich habe mir eine Blende von 11 eingestellt. Dabei bin ich ungefähr, nicht ungefähr, bei genau einer Zehntelsekunde. Mein ISO werde ich immer versuchen auf 100 einzustellen. Das ist einfach der native ISO-Wert der Kamera ist und das garantiert mir einfach die besten Aufnahmen. Ja, sonst haben wir hier noch diesen schönen Nebel da über dem See liegt. Das gefällt mir auch sehr gut. Der Himmel ist immer noch ein bisschen hell, deswegen werde ich wahrscheinlich
noch einmal eine Belichtung machen, wo ich ein bisschen unterbelichte, wo ich vielleicht noch ein bisschen was aus dem Himmel rausholen kann. Das kommt natürlich auch so ein bisschen durch den Nebel, dass das da oben so ein bisschen heller ist. Ja, werde ich mal das Foto machen. Fokussieren tue ich auf den Baum auf der anderen Seite. Ich habe jetzt hier tatsächlich den Horizont schön in der Mitte, wie ihr eben schon erwähnt. Ich nochmal einmal den Fokus angucken, ob ich das alles scharf geworden ist. Ja, und das sieht sehr gut aus. Super, da bin ich sehr zufrieden mit. So kurz erzählen. Ich habe auch wieder eben ein geiles Erlebnis gehabt. Sitze ich und mache das Foto. Das erste, was ich gemacht habe. Einmal höre ich jemanden über den See schreien. Ey, du da drüben, hast du einen Angelschein? Ich habe gesagt, hä? Was wollen die Leute? Ja, selbst wenn ich jetzt keinen hätte und ich hätte da geangelt, ja, was hätte er machen sollen? Wenn ich jetzt nein oder ja gesagt hätte, hätte er das überprüfen können. Also manchmal frage ich mich so, was mit den Menschen los ist? Diese Aggressivität, die an den Tag gelegt wird. Ich bin da ganz in Ruhe beim Fotografieren und dann wirst du von der anderen Seite angepöbelt, ob du einen Angelschein hättest. Also ehrlich gesagt, manchmal kriege ich echt Grundfragen. Naja, ein bisschen Toleranz würde uns allen ganz gut tun. Ja, was soll ich dazu noch sagen? Das ist halt, na, ich fand es eigentlich eher lustig. Was hätte er machen sollen, wenn ich da geangelt hätte? Wäre er über den See gesprungen und hätte mir die Angeln weggenommen? Oder also... Naja, egal. Ich genieße jetzt weiter meinen Weg. Hier ist es wirklich herrlich. Ich weiß nicht genau, ob ich noch mein Fotomotiv finde. Wenn ja, melde ich mich nochmal bei euch. Wenn nicht, ja, dann würde ich sagen, ich hoffe, dass euch die Runde hier um den Mönchsteich mit mir gefallen hat. Wenn ja, gebt mir doch einen Daumen nach oben, abonniert den Kanal und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.